Heute Vormittag fanden sich Vertreter des Landratsamtes Zwickau, der Gemeinde Frau Reuth und der Teilnehmergemeinschaft Gospersgrün in der Nähe des Römertalweges zusammen, um eine Maßnahme abzuschließen. Es handelte sich dabei um die zweite Pflanzung im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens Gospersgrün. Um dem Ganzen einen würdigen Rahmen zu geben, pflanzte man eine Sommerlinde. An Ihre Erde mit ran, Herr Toppe. Über diese Aktion freuten sich besonders Annegret von Lindemann, zuständige Dezernentin in der Kreisverwaltung, und der Bürgermeister von Frau Reuth, Matthias Topitsch. Beide arbeiten in der Regel viel am Schreibtisch und da war das eine willkommene Abwechslung. Für Annegret von Lindemann ist diese Begrünung ein sichtbares Zeichen für die positiven Effekte einer Flurbereinigung. Die Maßnahme umfasste das Anpflanzen von 100 Sträuchern und Bäumen entlang des Römertalweges auf einer Länge von 150 Metern. Innerhalb von 2 Wochen wurde dies von der Firma Piepenbrock Begrünung aus Zwickau realisiert. Die Bepflanzung ist ein Teil einer viel größeren und sehr langen Maßnahme. Wir haben ja jetzt hier seit rund 19 Jahren das Flurbereinigungsverfahren Gospersgrün. Ist angeordnet worden Ende 2000 mit dem Ziel, hier den ländlichen Grundbesitz neu zu ordnen und insbesondere die ländliche Infrastruktur zu verbessern, sprich Erschließungswege zu bauen, Wirtschaftswege auszubauen, zu befestigen, zum einen. Und zum anderen natürlich auch für die Landschaft was Positives zu bewirken, in Form von Anpflanzungen. Wir haben auch eine Renaturierungsmaßnahme realisiert im Verfahren an einem Teich. Und wir haben in diesem Jahr die letzten Ausbaumaßnahmen realisieren können. Wir haben noch 3 Wege ausgebaut in 2020 und eben diese beiden Pflanzmaßnahmen jetzt in der vergangenen Woche. Damit sind Arbeiten wie Wegebau und Anpflanzungen für dieses Jahr abgeschlossen. Jetzt wird noch der Flurbereinigungsplan aufgestellt. Mit dem Flurbereinigungsplan werden dann im Prinzip die Ergebnisse des Verfahrens zusammengefasst, sprich die Neueinteilung des Grundbesitzes, also die neue Flurstückseinteilung. Und auch alle Eigentums- und Rechtsverhältnisse, die in diesem Flurbereinigungsplan dann abschließend geregelt werden. Das heißt, für alle Beteiligten an diesem Verfahren, das sind so circa 230, 240 Besitzstände, die hier beteiligt sind. Das Verfahren ist rund 545 Hektar groß. Und für alle Beteiligten regeln wir im Prinzip dann die Eigentums- und Rechtsverhältnisse mit diesem Flurbereinigungsplan neu.